Herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier bei eurem Benzbär. Heute habe ich was richtig Schönes rausgesucht für euch. Wir sitzen in einem A124 der Mercedes-Benz-Baureihe. Das schönste Cabrio dieser Erde, jeder sagt das. Und diesen schauen wir uns jetzt an. Bis gleich. Hier ist das wunderschöne Fahrzeug Mercedes-Benz der 124er Baureihe. Die genaue Typbezeichnung ist A124. Hier steht das Erstzulassung 1993 als E320 mit 220 PS. Es ist ein 6-Reihenzylinder mit 3,2 Liter Hubraum. Und so wie das Fahrzeug hier steht, ist wirklich extrem schön. Wir haben hier eine Mopf 2 Ausführung in dreifach schwarz. Das bedeutet, die Außenfarbe ist schwarz, die Sakko-Bretter sind schwarz und der Innenraum, die Lederausstattung ist auch in schwarz. Das bedeutet dreifach schwarz. Hier steht auf wunderschönen AMG Styling 2 Felgen in 18 Zoll. Schaut euch die mal genau an. Und genau, das Tiefbett ist schön poliert und einfach ein Wahnsinnsauto. Und jeder, ihr wisst das, jeder, der dieses Fahrzeug sieht, ist hin und weg. Und das ist wirklich eines der schönsten Cabriolets dieser Erde. Dem einen oder anderen ist schon aufgefallen, es ist auf jeden Fall ein US-Import. Das die wichtigsten Merkmale ist auf jeden Fall erstmal der Scheinwerfer hier vorne. Da sieht man, dass es ein US-Import ist. Der Tachometer drinne, auch mit diesen gelben Anzeigen und Meilenanzeigen, ist auch klar zu erkennen, dass es ein US-Import ist. Weitergehend hier auf der Rückseite, wo man erkennt, dass ein US-Import ist, ist natürlich die dritte Bremsleuchte hier in dem Kofferraum dran und natürlich das kurze Kennzeichen, der quadratische. Man muss dazu sagen, der 320er Motor ist meistens in den US-Modellen verbaut worden, ist auch der größte Motor, der in einem Cabrio verbaut wurde zu der Zeit. Und auf dem deutschen Markt findet man eher die 220er Modelle. Das schauen wir uns jetzt genauer an im Motor. Hier haben wir das wunderschöne Triebwerk im E320, 6 Zylinder in Reihe, 24 Ventile, 3,2 Liter. Hier produziert das Triebwerk 220 PS. Ich bin sehr gespannt auf das Fahrgefühl in dem Cabrio hier. Und da schauen wir jetzt erstmal den Innenraum rein. Hier sitzen wir auch schon im Inneren des Fahrzeugs, was mir sofort aufgefallen ist. Memory-Sitze und elektrisch verstellbare Sitze für den Fahrer- und Beifahrersitz. Natürlich das Meilentachometer, US-Tachometer, neu frisch bezogenes Lederlenkrad. Oh, super schön, natürlich auch mit dem Tempomat. Hier weiter in der Mittelkonsole haben wir die Klimaautomatik, die ist bei vielen US-Modellen schon Standard, bei den deutschen Modellen nicht so. Auch die Sitzheizung für den Fahrer und Beifahrer, Sitz elektrischer Fenster, aber klar, elektrisches Verdeck, okay. Und diplomatischen Sitzverstellung hier nochmal dazu und es sitzt sich wirklich sehr bequem, auch die Schnauze nach vorne hin, wirklich wunderschön. Ich bin jetzt gespannt auf die Probefahrt, wir machen das Verdeck auf und dann gucken wir uns das genauer an. So, hier machen wir jetzt das Verdeck auf. Als allererstes lösen wir die Hebel hier oben. Dann drücken wir das ein bisschen hoch und benutzen dann natürlich den Knopf, den elektrischen hier in der Mittelkonsole. Und dann öffnet sich das. Genau. Hier geht es weiter. Oh. Scheint die Sonne. Zack. Die Scheiben fahren hoch. Eieieiei. Was für eine schöne Technologie in diesem Bereich. Und zum Schluss natürlich auch diese Hebel zu. Und jetzt ist das Verdeck offen und wir können los. Düsen, geile Sache. Natürlich, und viel, viel schöner sieht das Fahrzeug aus, wenn die Scheiben komplett unten sind und diese gerade Linie bis nach hinten durchgeht, sieht das Fahrzeug wunderschön aus. Was sagt ihr? Wie ist eure Meinung? Wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo da, liked das, kommentiert das, teilt es. Sagt mir gerne eure Meinung dazu hier unten in den Kommentaren und wir sehen uns jetzt im Fahrbericht wieder. Bis gleich. So, angeschnallt sind wir,
Sicherheit geht vor und dann düsen wir los. Ich bin sehr gespannt, das ist auch für mich immer ein Neuland und ich bin natürlich immer sehr neugierig, wie sich auch so die anderen Modelle fahren, auch mit der Viergangautomatik im Vergleich das natürlich mit meinem 126er, wie sind die Schaltvorgänge und Ähnliches. Dieses Fahrzeug hat noch keine H-Zulassung, das dauert noch 2 Jahre, aber es gibt schon die ersten Modelle, die von 1991 gebaut wurden, die haben schon teilweise die H-Zulassung und da ist es natürlich auch günstiger im Unterhalt. Im ersten Eindruck, oh, der fährt sich, man merkt auf jeden Fall deutlich diese 40 PS zu meinem, also die er mehr hat als mein Fahrzeug, merke ich auf jeden Fall schon in den ersten Metern. Auch die Viergangautomatik ist sauberer und schöner, schaltet viel schöner. Vielleicht sollte ich wirklich bei mir noch einen Getriebewechsel durchführen. Ja. Ansonsten, oh, die Sonne knallt natürlich ordentlich runter. Hier bei schönstem Wetter, wir haben aktuell 24 Grad. Oh. Und das Fahrverhalten ist einfach wunderschön. Die lange Schnauze nach vorne hin mit dem Stern. Es ist einfach zu schön. Dann sieht man dieses Cockpit hier. Der Wind prieselt, hinten die Haare wedeln. Es ist wirklich ein wunderschönes Fahrzeug und wirklich ein schönes Cabriolet. Ich habe ja auch ein Video mit dem SL55 AMG gemacht. Das verlinke ich euch hier oben. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Also das sind auch meine Lieblingsfavoriten, was Cabriolet angeht, ist natürlich der 124er. Ich glaube, das ist so der Favorit von jedem einzelnen von euch. Und natürlich auch der SL ist wunderschön. Ich bin mal gespannt. Wir drücken jetzt mal gleich auf die Tube, wie die Beschleunigung so ist von den 320er. Und machen mal einen Kickdown. So, wir sind bei quasi fast null und Kickdown. Oh ja, da merkt man auf jeden Fall die 40 PS mehr als in meinem 126er und der geht ja wirklich wunderschön. Und jetzt in den hohen Drehzahlen, dann gehen die Fahrzeuge super schön. Ja. Also das ist mir auch bei meinem aufgefallen, beim 126er ähnlich ist es auch hier bei einem 124er, ist natürlich, dass du in den städtischen Bereich, das bedeutet, wenn du im Stadtverkehr fährst, dass die Fahrzeuge natürlich von unten heraus keine so krasse Beschleunigung haben. Ne? Die brauchen Drehzahl, deswegen sind sie auch 6 Zylinder in Reihe geschaltet, die brauchen Drehzahl, die musst du schon ab 4000 Umdrehungen merkst dann die komplette volle Leistung. Hier sind wir auch schon zurück von der Probefahrt. Jetzt noch mal ein paar Details zum Fahrzeug. Natürlich, viele nutzen das Fahrzeug als Investition, um dann später quasi das teurer zu verkaufen. Aktuelle Modelle sind so, also so richtig runtergerittene sind ab 12.000 Euro zu finden. Die schönen Modelle fangen so bei 18.000, 20.000 an. Und natürlich nach oben gibt es keine Grenzen. Ich habe auch jetzt letztens einen gesehen bei Mobile. Der hat originale 4000 Kilometer runter, knapp 90.000 Euro. Also da ist die Spanne sehr breit aufgestellt. Aber ein gutes Modell ist schon für 20.000, 25.000 zu haben. Natürlich muss man immer was machen dran. Auch der Besitzer von diesem Fahrzeug hat schon viel investiert. Öl-Undichtigkeiten und Ähnliches. Es gibt noch bestimmte Roststellen, die ich noch ansprechen wollte. Natürlich die Türkanten, die Wagenheberaufnahmen hier vorne unter den, hinter den Scheinwerfern rosten die gerne. Da sind nur ein paar Tipps, aber wenn ihr euch so ein Fahrzeug zulegen wollt, würde ich euch eh empfehlen, euch da genauer zu belesen. Nochmal hierzu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, lasst mir gerne ein Abo da, liked das, teilt dieses Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin.